Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in Mannheim. Mannheim liegt im Südwesten Deutschlands zwischen Rhein und Neckar. Jetzt ist es Frühling und die Sonne scheint. Lass uns einen Spaziergang durch Mannheim machen und ein wenig über diese tolle Stadt lernen. Mannheim ist ein Ort der Innovation. Hier hat Karl Benz das erste Auto der Welt erfunden. Er stellte seine Erfindung der Öffentlichkeit im Jahr 1886 vor. Aber es dauerte eine Weile, bis seine Erfindung bekannt wurde. Bertha, die Frau von Karl, hatte die Idee, eine Reise mit einem seiner Autos zu machen. Sie fuhr 104 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim. Eine solche Reise mit einem Automobil war vorher noch nie versucht worden. Die Reise war ein großer Erfolg und brachte der Erfindung ihres Mannes mehr Aufmerksamkeit. Der Friedrichsplatz ist eines der besten Beispiele für Jugendstilarchitektur in Europa. Der Mannheimer Wasserturm befindet sich hier. Im Jahr 1886 wurde er gebaut. Der Wasserturm ist 60 Meter hoch. Von hier kann man die Aussicht bewundern. Der Friedrichsplatz ist ein toller Ort, um spazieren zu gehen, Freunde zu treffen oder einfach nur zu entspannen. Im Jahr 1777 wohnte Mozart in Mannheim für 5 Monate. Er war 21 Jahre alt. Man kann nach heute Spuren von Mozarts Aufenthalt in Mannheim finden. Hier ist das Mannheimer Schloss. Es wurde im Barockstil gebaut. Die weltberühmte Mannheimer Schule für Komponisten spielte hier für den Hof. Unter diesen Komponisten war Christian Cannabich. Mozart bewunderte ihn und sie wurden Freunde. Man könnte sagen, dass Mozart unter dem Einfluss von Cannabich stand. Das Schloss wird heute als Universität genutzt. In Mannheim verliebte sich Mozart in die Opernsängerin Eloise. Allerdings heiratete er später ihre Schwester Constanze. Mannheim verändert Mozarts Leben. Diese Stadt war ein Ausgangspunkt für seine Karriere. Bei seinen Besuchen spielte er die Orgel in der Schlosskirche. Lass uns reingehen. Dreizehn Jahre später kehrte Mozart ein letztes Mal nach Mannheim zurück.
Man nimmt an, dass Mozart selbst die Mannheimer Uraufführung seiner Oper Die Hochzeit des Figaro durchgeführt hat. Mozart schrieb in einem Brief an seinen Vater: Wie ich Mannheim liebe, so liebt auch Mannheim mich.